Hüterin. Du bist zu uns zurückgekehrt, Dalin. Hast du dich schließlich doch noch für einen anderen Weg entschieden? Ich. Ihr schafft das, Meryl. Nur weiter. Ich bin an eurer Seite. Hab Dank, Hawk. Hüterin, ich brauche das Arulinholm, das alte Schnitzmesser, das Meister Ilin aufbewahrt. Ich verstehe. Du willst den Illuvian wiederherstellen. Ihr müsst es nicht billigen. Ich berufe mich auf den Vir Sulevanen. Ich werde jede Aufgabe erfüllen, die ihr mir stellt. Oh, wie schön, dass ich deine Taten noch immer missbilligen darf. Aber es ist dein Recht. Wenn du darauf bestehst, werde ich dir also eine Aufgabe stellen. Was geht hier vor? Worauf hat sich Meryl berufen? Unsere Geschichte gehört allen, Delish-Kind. Und deshalb kann auch jedes Mitglied unseres Clans Anspruch auf unsere kostbarsten Relikte erheben. Ein Delish kann seinem Clan einen Dienst erweisen und dadurch ein solches Objekt in seinen Besitz bringen. Für eine gewisse Zeit. Das ist es, worauf sich Meryl berufen hat. Denn obwohl sie sich entschieden hat, nicht bei uns zu leben, so ist sie doch noch immer eine Angehörige des Volkes. Was ist ein Arulinholm? Was genau ist dieses Ding, um das wir euch bitten? Es ist ein altes Schnitzwerkzeug, das von unseren Holzbearbeitern verwendet wird und seit unzähligen Generationen weitervererbt wurde. Es befand sich schon vor dem Fall der Dales im Besitz unseres Clans. Es ist so alt wie Arlethan selbst. Danke, Hüterin. Danke für eure Hilfe. Das bedeutet Meryl wirklich viel. Ich bin froh, dass Meryl in euch einen Freund gefunden hat, Kind. Ich hoffe, ihr gebt auf sie Acht. Ich kann auf mich selbst aufpassen, Hüterin. Ja, Darlene, das weiß ich. Ein Vardorel hat 3 unserer Jäger getötet. Er lauert in einer Höhle in den Bergen. Spürt ihn auf und erschlagt ihn. Keine weitere Seele darf seinem Wüten zum Opfer fallen. Wenn ihr dies für uns tut, gebe ich euch das Arulinholm. Möge der Schreckenswolf niemals eure Witterung aufnehmen. Ja. Jetzt ist nur die Frage, welche Höhle? Die Höhle muss in der Nähe des Lagers sein. Ansonsten würde die Hüterin die Jäger einfach davor warnen, sich ihr zu nähern. Vielleicht die da hinten? Die schon ziemlich lange offen ist. Wo wir nie reingekommen sind. Sieht auf jeden Fall mal danach aus. Kurz speichern. Rein. Nett. Ganz, ganz nett. So viele Leichen zu sehen. Ich mag das nicht, Leichen. Oh. Wada. Schön, dass ihr das jetzt sagt, während ich überhaupt nichts verstehen kann. Nein, normalerweise nicht. Der muss kommen und gehen. Etwas nicht. Das ist dein Tod! Ich erledige das! Und schon schwuppdiwupp bist weg. Hat dieses Zeug. Das müssen wir nochmals machen. Das gefällt mir so nicht. Das gefällt mir so überhaupt nicht, wie das jetzt abgelaufen ist.
Fähigkeiten. Tue Land. Parade. Weniger. Sabotage. Dann würde ich Schatten. Entstellung. Ja, komm, machen wir die noch. Die noch fertig. An F5. Hundi. F5. Ctrl A. Die kleinen. Die noch. Oh, Varric hat's schon zerlegt. Ich habe alles versucht, aber der Spiegel zeigt einfach keinerlei. Rada. Falondin möge dich leiten, Nethala. Was haben die Jäger hier gemacht? Die Hüterin hat sie geschickt, um elfische Artefakte vom Vaterrel zu holen, bevor das Lager wieder verlegt werden musste. Dann hat eure Hüterin sie also in den Tod geschickt. Nein, normalerweise lässt sie uns Dalish kommen und gehen, wie es uns beliebt. Etwas muss sie provoziert haben. Okay. Sunderhügel, falsche Seite. Wir müssen hier entlang. Ja, wenn man kämpft, kann man mal durchaus die Orientierung verlieren. Auf dem Rückweg haben wir einfach die Skelette bei uns. Das sehe ich jetzt schon prophezeit kommen. Dort unten ist Silberit. Nein. Oh. Alter, wie ich die Spinnen hasse. Ich komm schon, Varric. Ja.
Dann. Dann den kleinen noch. Jagdspiele. Alter, ich hasse die Spinnen hier drin. Aber wenigstens 200 Erfahrungspunkte für ein wenig Orichalcum. Ach. Hat sich da noch einer versteckt gehabt? Und für eine Spinne gibt's 141 Punkte. Glitzerstaub. Warte mal. Falsch. Ich. Warte mal. Hier durch und dann nach oben, genau. Ah, da ist einfach nur eine Leiche. Wieso ist das nur geschehen? Oh, Schall. Es tut mir so leid. Ich werde an deiner Stelle mit Ineria sprechen. Ja, da ist ziemlich viel Tod und Leid. Sind das einfach, komm schon, Spinnen? Chandan, gib auf dich acht, Lethalin. Möge dich der Schwindler im Jenseits niemals finden. Wir müssen der Hüterin ihre Clan-Amulette bringen. Ihre Familien müssen wissen, dass sie tapfer gestorben sind. Ist da jemand? Ihr könnt rauskommen. Es droht keine Gefahr. Hallo? Gesegnet sei Andras. Ich meine die Schöpfer. Ich dachte schon, ich komme niemals hier. Meryl? Anethera, Paul. Bist du verletzt? Zurück! Was willst du von mir? Was ist denn los, Paul? Ich bin hier, um zu helfen. Zurück! Fass mich nicht an! Wir tun euch nichts. Beruhigt euch, Paul. Wir helfen euch, zurück ins Lager zu kommen. Ihr wisst nicht, was sie ist, was sie getan hat. O Schöpfer, steht mir bei! O Schöpfer! Paul, nein! Wir müssen ihn aufhalten. Schnell! Ja, der ist doch tot. Halte durch, Paul. Wir kommen. Fuck. Ich muss raus. Gut. Okay. Kleine Spinis wegmachen. Ist vielleicht. Da noch mal Spinis. Anders, könntest du das bitte machen? Den noch machen. Das ist ein Raus. Tränkchen.
Dann auf die. Du kannst doch. Dann. Oh ne, einmal Varric. Ich gehe mal auf die. Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. Ihr könnt ihm doch helfen, nicht wahr, Anders? Ihr könnt jeden heilen. Meryl, es ist zu spät. Warum bist du weggelaufen? Warum nur? Gebt euch nicht die Schuld. Braucht ihr etwas Zeit? Braucht ihr vielleicht einen Moment für euch? Nein. Aber danke. Wir haben zu viel zu tun, als dass ich hier herumsitzen und jammern könnte. Paul war nicht wie die anderen. Er wurde in der Stadt geboren und kannte die Welt. Er hat Denerim den Rücken gekehrt und uns gefunden. Ich dachte, wenn jemand es verstehen würde, dann er. Das hier... Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich will mit der Hüterin sprechen. Ja. Puh. Das war mal ein ziemlicher Kraftakt. Geschicklichkeit möchte ich auf 40 noch hochkriegen. Da bin ich komplett fertig. Ja komm, machen wir Duelland. Dann bei ihm... Konsti. Fertigkeitenpunkt. Dann ist er meisterhaft. Hier 30. Magie 32. Wandelnde Bombe. 40. Magie mehr. Da ist sie komplett voll. Veränderung, Schrecken. Nein, das war nicht das. Schätze. Hat sie? Sie hat drei. Ich glaube, alle haben. 3 jetzt.
Das dürfte... Ja, dann ist das unser zweiter, den wir gelegt haben. Den würde ich gerne noch hier rüber. Dann habe ich... Was hat er sich nur dabei gedacht? Er hat sich verhalten, als wäre ich ein Monster. Vielleicht dachte er einfach, ah, eine Blutmagierin. Das scheint mir die plausibelste Erklärung zu sein. Unrecht hätte er nicht. Natürlich. Das hat sehr gut. Tiefenpilz. Aber der kommt doch nicht dorthin. Oder habe ich den tatsächlich übersehen? Tatsächlich. 200 Erfahrungspunkte mehr. Nimmt man gerne. Nimmt man gerne. Wie mich alle angesehen haben, als wir ins Lager gekommen sind. Was haben sie nur über mich erzählt? Sie müssen in mir etwas sehen, was schrecklicher ist als die Verderbnis. Seid ihr denn schrecklicher als die Verderbnis? Ich habe dem Clan niemals geschadet. Sie hatten keinen Grund, Angst vor mir zu haben. Das alles ergibt nicht den geringsten. Dann hätten wir den mal weg. Dann hinauf. Ja, ich sehe, dass noch mehr kommen. Ah, jetzt habe ich... Ich muss die mal... rausziehen. Gut. Ja. Einmal gespeichert. Und ich hoffe, wir haben jetzt das mit dem Kräuterkundigen auch noch weg. Weil ich meinte, von dem her müsste das dann passen.
Wie bitte? Er scheint glücklich zu sein. Hawk meine ich. Seid ihr es auch? Ja, ich glaube schon. Gut. Ihr wart schon viel zu lange griesgrämig. Eine angenehme Veränderung. Der Vartarol ist tot. Maseranas. Meine Seele ist nun leichter, da ich weiß, dass wir niemanden mehr an ihm verlieren werden. Wir haben diese hier gefunden. Ich werde sie ihren Familien zurückgeben. Wir haben Paul verloren. In der Höhle, er ist bei meinem Anblick geflohen, direkt auf den Vartarol zu. Viele des Clans fürchten, du könntest die Verderbtheit des Spiegels oder Schlimmeres mit zurückbringen. Und wie kommen sie darauf? Ich bin ihre Hüterin, Darlin. Es war meine Pflicht, sie zu warnen. Du kannst noch immer zu uns zurückkehren. Denk darüber nach. Du musst nicht alleine leben. Müssen wir diese Diskussion wirklich erneut führen? Ihr werdet niemals akzeptieren, was ich tue. Der Illuvian ist eine Falle. Er hat uns Temlin genommen. Er hat dich zur Blutmagie geführt. Willst du wirklich zulassen, dass er dich noch weiter von der wegführt, die du wirklich bist? Und wer bin ich? Wir haben getan, was ihr verlangt habt. Haltet euch an unsere Vereinbarung. Gebt mir das Arulinhorn. Hawk, da Merrill nicht auf mich hören wird, vertraue ich euch dieses Erbstück meines Clans an. Bitte, lasst nicht zu, dass sie das tut. Den Schöpfern sei Dank. Ich dachte schon, sie könnte ihr Wort brechen. Wollt ihr das wirklich? Ist es die Reparatur des Spiegels wert, dass sich euer Clan von euch abwendet? Ihr wisst, wie es ist, wenn man alles verliert, Hawk. Nicht nur unser Land und unsere Freiheit, sondern auch unsere Geschichte, Legenden, Sprache, Magie und Rituale. Selbst unsere Götter sind fort. Es ist ein Opfer. Aber wenn der Spiegel auch nur einen Bruchteil unserer Vergangenheit wiederherstellt, ist es das wert. Was hat sie da über Blutmagie erzählt? Was hat die Hüterin damit gemeint, dass euch der Spiegel zur Blutmagie geführt hat? Die Scherbe, die ich gefunden habe, war verderbt. Ich konnte sie nicht ohne Hilfe reinigen. Die Hüterin hat sich geweigert. Sie sagte, der Spiegel gehöre in eine andere Zeit und solle auch dort bleiben. Also habe ich einen Geist gefunden. Er gab mir die Macht, den Spiegel mit Hilfe von Blutmagie zu reinigen. Gereinigt durch Blutmagie? Ich habe noch nie davon gehört, dass Blutmagie irgendetwas gereinigt hätte. Nichts an der Blutmagie ist von Natur aus böse. Sie ist einfach eine Form der Magie, wie jede andere auch. Seid ihr wirklich so dumm? Die Macht, die den Spiegel verdorben hatte, war zu groß, um mit normalen Mitteln ausgetrieben zu werden. Hätte ich Unmengen an Lirium zur Verfügung gehabt, hätte ich das verwenden können. Aber dem war nicht so. Also habe ich das genutzt, was ich hatte. Das Arulienholm gehört euch. Ich hoffe, ihr könnt damit eure Arbeit an dem Illuvian zu Ende bringen. Ich glaube nicht, dass das klug ist, Hawk. Was auch immer sie mit diesem Spiegel vorhat, geschieht auf Geheiß eines Dämons. Niemand hat euch gefragt. Hab Dank. Ich wusste, ihr würdet es verstehen. Wir sollten uns auf den Weg machen. Die anderen sehen mich so böse an. Ja. War mal zuerst gerade noch verkaufen. Das. Schild. 190. Aber weg. Lederrüstung. Weg. Weg ist weg. Das brauche ich nicht. Den Plunder noch weg, genau. Die Bognerkunst der Dalish ist unvergleichbar, das versichere ich euch. Dann schauen wir mal, was da Merrill noch bewerkstelligt. Oh, Wolken verhangen, wie eh und je hier. Kein Tag- und Nachtzyklus. Keine Wetterveränderung. Alles starr, kalt und harsch. So wie Kirkwall.
Also das ist wirklich über alle Gebiete eigentlich ziemlich verfluchtes Gebiet. Gehängter Mann. Ich gehe mal zuerst in Merrills Haus.